Wir beginnen ein neues Jahr. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das neue Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. An diesem Sonntag gibt es einen Text für die ganzen katholischen Christen in der ganzen Welt, wo Jesus sagt, kommt weg von den Sorgen des Alltags. Das ist die Freudenbotschaft des Evangeliums. Und deshalb habe ich hier für uns oder für Sie gedacht, vielleicht drei Witze zu erzählen, dass Sie nicht unbedingt besorgt sind, dass die Adventszeit nicht unbedingt eine Zeit der Anstrengung ist, ja? Dass wir einfach mal lachen können. Eine kleine Susi, das ist von der katholischen Kirche, eine kleine Susi kommt zu der Mutter und fragt, ja, warum hat Maria so viele Kinder? Dann sagt die Mutter, ah ja klar, wenn die Maria halt jedes Jahr ein Kind bekommt. Aus dem Judentum und der katholischen Kirche. Ein katholischer Priester fragt einen Rabbi, wann werden Sie mal endlich Schweinefleisch essen? Dann sagt der Rabbi, auf Ihre Hochzeit. Ein Witz aus dem Islam. Ein Mullah Nasruddin, der kommt zu einer Gemeinde und er geht zur Moschee, um zu predigen. Und er macht den Koran auf und er liest einige Verse vor. Und dann fragt er die Leute, hey Leute, habt ihr alles verstanden? Dann sagen die Leute, nein! Dann sagt der Mullah Nasruddin, ja, wenn ihr sowieso nicht verstanden habt, was bringt es überhaupt, darüber zu predigen? Also, auf Wiedersehen, nächste Woche. Dann kommen die Leute wieder und dann er liest wieder etwas vor. Dann fragt er, habt ihr alles verstanden? Dann sagen sie, ja, wir haben alles verstanden. Dann sagt er, ja, ihr habt doch alles verstanden, dann braucht ihr halt keine Predigt von mir. Also, auf Wiedersehen, nächste Woche. So, die Gemeinde war so verärgert über diesen Mullah Nasruddin und dann sie planen was. Und dann kommen sie nächste Woche zu der Gemeinde und dann er liest wieder aus dem Koran vor und dann fragt, Leute, habt ihr alles verstanden? Dann sagen einige, ja, und andere, nein. Dann sagt er, das ist ganz einfach, alle, die das halt verstanden haben, sollen eben einfach denen erklären, die nicht verstanden haben. Auf Wiedersehen. Ein paar kleine Witze, aber immerhin habe ich mich gefreut, Sie zu erfreuen. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn euer Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rauschen und Trunkenheit und die Sorge des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht. So wie man in eine Falle gerät, denn er wird über die Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt.